Eine angetrunkene Horde junger Männer, darunter viele Migranten, die ohne Rücksicht auf Verluste Feuerwerkskörper in die Menschenmenge warfen. Aufgeregte Bürger, geschockte Kinder. So stellte sich die Situation für einen leitenden und erfahrenen Polizeibeamten dar, der seinen Einsatz am Kölner Hauptbahnhof nun detailliert schildert. Frauen mit Begleitung oder ohne durchliefen einen im wahrsten Sinne Spießrutenlauf durch die stark alkoholisierten Männermassen, wie man es nicht beschreiben kann. Das immense Chaos auf der Domplatte und im Bahnhofsgelände veranlasste die Beamten, den Platz zu räumen. Wir kamen zu dem Entschluss, dass die uns gebotene Situation das Chaos noch zu erheblichen Verletzungen, wenn nicht sogar zu Toten führen würde. Gegen 23.30 Uhr wurde der Domvorplatz geräumt. Die Beamten mussten zum Teil körperliche Gewalt anwenden. Im Verlaufe der Räumung wurden die Einsatzkräfte immer wieder mit Feuerwerkskörpern beschossen und mit Flaschen beworfen. Diebstähle, Schlägereien, Übergriffe an Frauen und die Einsatzkräfte hilf- und machtlos. Zu Spitzenzeiten war es, so der Bericht weiter, den Polizisten nicht möglich, angefallene Strafanzeigen aufzunehmen. Im Einsatzverlauf erschienen zahlreiche weinende und schockierte Frauen und Mädchen bei den eingesetzten Beamten und schilderten sexuelle Übergriffe durch mehrere männliche Migranten sowie Migrantengruppen. Eine Identifizierung war leider nicht mehr möglich. Die Zahl der Einsatzkräfte reichte schlicht nicht aus. Höhnisch sollen die Migranten ihre Aufenthaltstitel mit einem Grinsen im Gesicht zerrissen haben und trotz Platzverweisen immer wieder feixend aufgetaucht sein. Ein Gewahrsam kam in dieser Lage aufgrund der Kapazitätsgrenze nicht in Betracht. Der viel zu geringe Kräfteeinsatz brachte alle eingesetzten Kräfte ziemlich schnell an die Leistungsgrenze. Eine ungeheure Respektlosigkeit, wie der schildernde Polizeibeamte immerhin schon 29 Jahre im Dienst so noch nicht erlebt habe. Diese chaotische und beschämende Situation in dieser Silvesternacht führte zu einer zusätzlichen Motivation der Einsatzkräfte, so das Fazit des Beamten. Und dennoch konnten selbst hochmotivierte Beamte der vielen Straftaten, die zur gleichen Zeit rund um den Kölner Hauptbahnhof passierten, nicht Herr werden.